Pentagon. Ja, Moment. Pentagon ist ja nur ein Fünfeck, ne? Mein Trapez, Quadrat oder so ist da auch ein Unterschied. Freunde. Ah. Aber gut. Longsu gegen CJ Intus. Wir haben Kindred auf der anderen Seite Nidali Z gebannt gegen BDD, der auch viel mit seinen oder durch seine Z-Videos bekannt geworden ist, die Highlight-Videos. Ja, absoluter Solo-Q-Spieler. Also hier einen Target-Bann an der Stelle. Gangplank, Kalister, Z ja sonst eher weniger etwas, was man bannen müsste. Wir haben uns gestern darüber ziemlich ausgelassen. Aber wenn du so einen Ausnahmespieler hast, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, macht ihr alle mal euer Pentagon, ne? Geht mal nach Amerika. So, Name Corki. Das heißt, Alistar wäre offen, First Pick würde ich sicherlich. Nautilus momentan auch sehr oft First Picked. Und hier sehen wir, Flame sichert sich sofort The Tank Machine. Dann haben wir auf der anderen Seite Gragas und Fiora. Ja, Fiora ist natürlich gegen Tanks auch gut, weil sie prozentualen absoluten Schaden macht. Das heißt, man kann sie auf jeden Fall dagegen spielen. Hat, ist natürlich dann nicht. Also generell, wenn du so Tanks auf der Toplane hast, ist die Kill Pressure meistens nicht ganz so hoch. Wir sehen jetzt Alistar und Gragas, welche sich CJ-Intus sichern. Gefällt mir sowieso gut, ja, wenn man Supporter und Jungler in der ersten Rotation nehmen kann. Weil man nicht Rücksicht auf irgendwelche krassen Picks nehmen muss, dann ist das tendenziell etwas, was zu begrüßen ist, da du noch nicht allzu viel über deine Strategie preisgibst, vor allem in der aktuellen Meta. Ja, Gragas ist momentan Top-Tier-Jungler, Alistar ist der Supporter, 64% Pickrate. Ja, ansonsten so Braum von der Alternative her funktioniert ähnlich. Ja, wenn man jetzt nicht gerade eine Soraka oder eine Jenna pickt oder sowas, dann gibt es da eher wenig Überraschungen. Wir sehen Elise und Poppy jetzt noch. Das dürfte interessant werden. Poppy gegebenenfalls als Support. Man könnte Nautilus Poppy beide allerdings theoretisch auch im Jungle spielen. So, was haben wir auf der anderen Seite? Ja, Azir wurde vorhin schon so ein bisschen angehabert von Coco. Vielleicht will man BDD baiten, entweder selber einen Azir zu picken oder man zeigt, oh, wir könnten Azir picken. Oder man hofft, sie picken einen Azir-Konter und picken was ganz anderes. Ja, auch Maokai scheint momentan wieder zurückzukommen. Ja, generell so, die Tanks sind wieder da. Und damit sieht es halt auch schon mehr wieder nach letzter Season aus. Nach Season 5. So rein von den Picks her. Und tatsächlich Maokai und Azir auf BDD. Da bin ich auf die Antwort von Longsu gespannt. Was er gegen Azir picken wird. Da zum Beispiel sowas wie eine LeBlanc kommen. Jinx würden viele feiern, aber sehe ich so nicht. Mein Peel hat man. Und letzten Endes braucht man ja auch nochmal einen Midlaner. Lucian als AD Carry ist so Standard. Ist natürlich stark. CJ Intus hat sich da auch noch nicht festgelegt, aber sie könnten durchaus einen Hyper Carry nehmen. Das wäre so vielleicht mein Tipp, ehrlich gesagt. Und ja, Lucian, Lissandra. Mart hier damit auch nochmal den Single-Target-Lockdown über das Thunder plus den Engage. Hier wird diese gegen Azir dann tatsächlich sogar schicken. Und jetzt bin ich gespannt. Also CJ Intus hat eine krasse Frontline mit Alistar, mit Gragas, mit Maokai.
Sie brauchen auf jeden Fall Damage noch, physischen Schaden. Das heißt, ein Hypercarry würde sich allein deswegen anbieten. Aber auch mit dieser krassen Frontline, sie haben unglaublich viel Peel. Und Jhin würde mir gut gefallen durchaus. Ich meine, jeder kann peelen. Ein Azir ja auch mit seiner Wall. Und den Jinx würde ich jetzt absolut feiern. Aber den Jhin, Caitlyn, Tristana, also es geht schon eher Richtung Late-Game-Carry. Kog'Maw ist momentan die favorisierte Wahl eigentlich von so ziemlich jedem, wenn du Late-Game-Carry willst. Und du es! Jawoll ja! Jhin! Nice! Und das gefällt mir besonders gut. Aus folgenden Gründen. Wenn du solche drei wirklich brachialen Tanks hast, ja, Gragas, Maokai und Alistar, ja, du hast einen Baum, du hast einen Stier oder du hast einen fetten Mann mit einem Fass Bier. Und ja, es ist ein Fass Bier, wenn ihr die Lore lest. Ich weiß nicht, warum es lila ist. Ja, vielleicht ist das ein Traubenbier oder sowas. Auf jeden Fall eine krasse Frontline und Azir hat eine riesige Reichweite. Jhin hat ebenfalls eine riesige Reichweite. Ja, Attack Speed hast du mit Azir, ja, der auf Nashor's bauen wird. Das heißt, die Auto-Attacks hast du. Jhin selber hat halt nur seine vier Attacken da. Aber mal ganz im Ernst. AD Carries mit Attack Speed oder mit viel Attack Speed bauen ja auch darauf, dass du auch möglichst viele dieser Attacken triffst, um deine Schadensspitze zu erreichen. Und häufig musst du kiten, dich bewegen, etc. Das heißt, man kann diese Schadensspitzen manchmal nicht immer ausreizen. Bei Jhin, ja, da musst du nur diese vier Attacken unterbringen und dann hast du halt deinen Damage. Wo ein anderer AD Carry wirklich deutlich mehr braucht. Riesige Reichweite, also die Combo an sich super gut. Jhin ist auch ein absolutes Late-Game-Beast. Sola berichtete schon von 1000 AD im Late-Game. Selber konnte bisher nur 700 reproduzieren, aber ich bin ja auch kein AD Carry-Main. Und da muss auf jeden Fall Longsu schauen, dass sie da rankommen an diese Backline. Das geht mit einer Lissandra, mit einem Lucian wird das aber schwer. Ja, Lucian wird da nicht viel machen können. Wir schauen uns das Spiel mal an. Ja, los geht's. Was ihr natürlich auch nochmal bedenken müsst, ne? Bier, Fassbier reimt sich ebenfalls auf Stier. Ja, wenn ihr da schon über die Rhymes geht. Also, Longsu gegen Zgendos. Wir haben's hier nochmal die Masteries mit drin. Wir schon mit der Crit Mastery. Also mit dem Lifesteal mit drin. Wie gesagt, Jhin selber Attack Speed und Crit steigern seine AD. Ja, das heißt, wenn er Attack Speed und Crit Items hat, bekommt er mehr AD, weil er wird trotzdem nur diese vier Attacken haben. Das ist halt diese ganz besondere Mechanik bei ihm. Ja, weswegen, wie gesagt, Sola kommt da auf 1000 AD, später sogar, im krassen Fällen. Was bringt der 1000 AD ohne Armor Pen? Naja, kommt drauf an, ne? Ich meine, knall mal auf eine Lissandra drauf, die wird traditionell nicht so viel Rüstung haben. Oder eine Lucian. Gut, gegen die Tanks wird ein bisschen schwieriger, aber bei 1000 AD... Das ist natürlich ein Extrembeispiel, ne? Wahrscheinlich wird er in diesem Spiel nicht auf diesen Wert kommen. Und sowas ist auch situationsabhängig, wohlgemerkt. Ja? Davon abgesehen, du hast ja auch immer noch einen Azir. Ja, und Azir ist ebenfalls saustark, auch im Late-Game, hat einen unglaublich krassen Schadensausstoß. Weil er macht magische Auto-Attacks, die Flächenschaden verursachen. Und er wird relativ viele Auto-Attacks machen, weil ein Azir normalerweise, wie gesagt, über Nashor's Zahn geht. Also auch da hast du halt wirklich zwei Komponenten, die dann auf deine Tanks eindreschen. Und da haben sie den Nautilus, der als Supporter natürlich erstmal nicht so viele Items haben wird im Vergleich.
Poppy wird massiv tanky. Und letzten Endes bei Longsu wird es darauf ankommen, ob sie es schaffen, wirklich auf die Backline zu kommen. Auf Jhin oder Zier, weil das sind hier die großen Threats. Wie gesagt, Lissandra kann sowas, wenn sie flankiert. Und eine Poppy kann sowas auch. Und für Lucian wird es dann an sich eher schwierig. Das ist halt, wenn du so drei Frontliner hast. Jetzt der erste Engage schon auf BDD. Der flasht über die Wand. Chase ain't there. Und jetzt kommt Bumbling. Und das First Blood, da ist schon passiert. Ausgerechnet eben gegen BDD. Der hier, der absolute Hoffnungsschimmer bei CJ. Das ist ein bisher, ja, seinem Ruf auch so weit gerecht worden ist, dass wir gesehen haben, ja, er kann mit Kramer mithalten, was die KDA angeht. Eine Spinnengrafik gesehen haben. Aber das war schlichtweg auch einfach ein guter Gank. Das ist halt der Vorteil, wenn du eine Lissandra im Team hast, die kann dich festfrieren, die verlangsamt dich, die folgt dir mit der Kralle. Ja, von der Lissandra wegzukommen, ist schwierig. Vor allem das in Kombination mit der Elise hast du einfach einen unglaublich guten Gank. Und Azir ist jetzt nicht der allermobilste. Jetzt werden einige aufschreien. Aber er kann sich mit den Sandsoldaten noch wegziehen. Der ist doch total mobil. Naja, das Ding ist allerdings, der kann seine Soldaten ja nicht ständig neu setzen oder umpositionieren. Vor allem auf Level 3 nicht. Und wenn du einen Soldaten hinten hast als Absicherung, naja, dann fehlt dir vorne der Damage. Ja, wir sehen insofern für Coco durchaus wichtig. Er hat sich so direkt den Negatron-Mantel leisten können gegenüber BDD und wird damit deutlich resistenter sein gegen ihm, diese Sandsoldaten. Im Übrigen, die 2 gegen 2 Lanes, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, sehen hier quasi beide Teams, die den Lane-Swap gemacht haben, sodass wir die 2 gegen 2 Lanes jetzt auf der Top-Lane haben. Jhin kann auf der Lane ziemlich eklig sein, weil man sieht jetzt diesen vierten Schuss. Und wenn er den zum Beispiel auf Fury oder Pure unterbringen kann, dann ist sowas immer sehr hässlich. Klar, der Gegner sieht auch, wie das mit den Attacken aussieht, sodass halt so ein Jhin ein Stück weit auch berechenbar ist. Ist immer so die eine Sache, ne? Berechenbar sein, auf der anderen Seite dann sowas zu haben, so eine Mechanik wie einer vierten Attacke. Da kann man sehr, sehr viele Mindgames mit anstellen. Ist ja bei einem Grace zum Beispiel auch nicht sehr viel anders. Im Idealfall kriegst du natürlich diese vierte Attacke so raus, dass du sie zum Poke benutzen kannst, weil sie nur mal mehr Schaden macht. Die crittet halt. Aber nicht immer kannst du das natürlich unterbringen, weil du musst ja auch auf deinen Last jetzt achten. Und da sehen wir momentan, Kramer drückt da schon ganz schön gut rein. Was beim Jhin ebenfalls sehr, sehr hässlich ist, ist wirklich dieses W. Oh, schön mit dem Kopfstoß direkt mal Kramer da beschützt und der kriegt nochmal einen Angriff auf Fury unter. Natürlich klar, ein Jhin skaliert massiv mit Items, also deswegen wird er im Late Game halt extrem stark sein. So, und jetzt die Retourkutsche, allerdings dann Coco zur Stelle, die Wall festgefroren, wie die man bekommt, Chaser. Hatte die Leute noch auf Cooldown. Und jetzt die Sandsoldaten noch gegen Coco. Also da ist hier wirklich früh Druck auf der Midlane vor allem. Ja, wäre es natürlich ein bisschen unangenehm, dass BDD jetzt noch so viel Leben verloren hat gegenüber Coco und dann so gesehen von der Lane gedrängt ist, plus wenig Mana hat. Gerade zu Beginn hat dann sie ja Mana-Probleme, denn das mit den Sandsoldaten, die wollen natürlich auch bezahlt werden in Form von Mana in dem Fall. So, jetzt versteckt man sich da einfach mal relativ plump im Busch. Ich meine, kann klappen. Das ist natürlich so der Nachteil hier, was wir jetzt sehen, ne? Die Nachlademechanik. Dadurch hast du jetzt nicht so den krassesten Wave-Clear. Du hast halt dein Q, aber du machst halt einfach mal nicht den Schaden. Deswegen Madlife hier ordentlich am mithelfen. Man muss die Lane jetzt zumindest, oder so wie sie sie jetzt haben, müssen sie sie reinpushen, damit sie Base gehen können. Fury und Pure eben schon auf dem Weg, sonst fehlt da wirklich komplett die Möglichkeit. Hat hier mit mehr Farm jetzt auch die Lane verlassen im Vergleich zu Fury, der aber allerdings auch schon sein wichtigstes Item hat, sein Riesenschwert.
Sehr viele Midlane-Ganks, interessanterweise. Auch das scheint wieder ein Trend zu sein. Kommt alles wieder. Das ist wie mit der Mode. Kommt alles wieder. So, Ward ist da. Aber ich meine, dass Flame jetzt einen Untara auf die Lane gehen sieht, das ist, sollte jetzt nichts Ungewöhnliches sein, ehrlich gesagt. Ja, nur, dass Untara hier ganz schön verprügelt wird von der Poppy, die mit dem verderbten Trank unterwegs ist. Selber Untara. Ich bin gespannt, ob er hier vielleicht sogar auf den Stabler-Center geht oder wirklich auf die redliche Pracht, wie man das eigentlich in fast allen Fällen sieht. So, jetzt der Red Buff Invade. Chaser hochgeworfen. Bumbling, allerdings Smite auf Cooldown. Und oh, Madlife! Und das Fury. Jetzt geht's auf Bumbling von hinten. Kramer mit der Ultimate ballert rein. VDD kommt zur Stelle. Und oh, da geht der letzte Schuss daneben. Der macht am meisten Schaden, aber der Wehen trifft Coco, deswegen ist er. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Kramer mit dem Kill hier. Und sie trennen sich 2 zu 2. Aber noch ist Kramer da. Und der macht den Double Kill. Holt sich noch den Coco ab. Und jetzt geht er mit deutlich mehr HP noch auf die Lane, als das bei Fury der Fall ist. Ja. Red Buff bekommen und sofort wieder abgegeben. So, den Schuss würde er gerne natürlich auf Fury unterbringen, aber das wird hier nicht klappen. Auch er selber mit dem Riesenschwert gestartet. Wie gesagt, Jin ist einfach the ID Machine. Und wird jetzt gerne zurückgehen und das Geld ausgeben. Wir sehen hier nochmal die Entstehung. Chaser zunächst da. Kann den Red Buff smiten, bevor Madlife ihn hochwirft. Pure trifft dann den Anker nicht. Bubbling geht rein. Sofort mit dem Repel. Und jetzt steht Madlife da natürlich blöd vom Cocoon getroffen. Fury kriegt dadurch die Ulti komplett auf ihn drauf. Bubbling festgefahren. Aber von hinten Kramer ganz wichtig. Super Positioning mit seiner Ulti. Ärgerlich, dass er den Schuss nicht getroffen hat. BDD mit seiner Shurima Wall ebenfalls entscheidend. So, und hier jetzt 2 zu 2. Allerdings lässt sich da Kramer nicht beirren. Hatte, wusste er, er hatte Coco da gesnared. Flash dann nochmal ran und räumt denselbigen auch nochmal ab. Also, Kramer ist einfach ein absolut starker AD Carry, wie wir festgestellt haben in dieser Season. Ja, aber Fury hat ja auch 2 Kills bekommen. Mal mit Kramer vergleichen wollen. Also von daher ist da für Longsu nichts verloren bisweilen. Also sie haben einen Kill mehr insgesamt auf ihrem Jungler im Vergleich zu Chaser. Chaser allerdings absolut starker Jungler, wird damit klarkommen. Weil natürlich ein Gragas schon sehr, sehr lästig ist. Sehr auffällig, sehr oft Chaser zusammen mit Pure hier im gegnerischen Jungle unterwegs. Auf der Topside. Aber jetzt mit dem Anker, wie die Madlife, beide da, da kommt der Knockup von hinten. Wieder mal Kramer trifft hier erst den zweiten Schuss, aber BDD bekommt den Kill. Es ist einfach diese Reichweite. Schaut mal, wo Kramer schon direkt wieder auf der Lane. Das ist einfach abstrus, wenn du da die Sicht hast. Ja, im Prinzip vielleicht so ein bisschen Mix wie Xerath und Caitlyn Ulti. So, Chaser versucht natürlich sein Bestes, da noch Untara irgendwie gefährlich zu werden. Man sieht einfach, wie tief die da gedeift sind. Flame zwischen beiden Türmen quasi. Räumt da noch die Vasallen auf. Ja, kann dadurch natürlich entspannt jetzt Base gehen. Im Vergleich, während Untaras Vasallenwelle am Turm zerschellt. Natürlich sehr suboptimal möglich. Macht es eben, wie gesagt, Chaser. Schauen wir uns mal die Wards an. Longsu da deutlich offensiver, was die Wards angeht. Ja, vor allem die Bot und besonders eigentlich auch eher auf der Topside von den offensiveren Wards, die Jentos hat. Da auch einen Ward im gegnerischen Jungle zwar, aber deutlich weniger Vision auf der Karte, obwohl sie 2 Kills mehr haben. Wir haben letzten Endes jetzt
CJ Anderson mit einem leichten Goldvorteil. Noch allerdings sind keine Türme gefallen. Was auch daran liegt, dass wir eben diese 2 gegen 2 Links hatten. Bei einem Laneswap wären natürlich die Türme schon in den ersten paar Minuten, zumindest die Sideline-Türme, gefallen. Das ist hier eben nicht so. Nashas Zahn auch fertiggestellt. Ich sagte, deshalb wird das erste Item sein auf einem Azir. Dadurch ist sein Wave Clear noch krasser. Vor allem auch der Druck auf die Türme. Kann halt die Lane gut rauspushen. Und mit dem zusätzlichen Tech Speed, was er dann noch hat, profitieren ja seine Sandsoldaten letzten Endes. Deswegen auch Frozen Heart. Ein gutes Item gegen den Azir ist. Thema gegen den Azir. Chaser und Coco. Ja, Läuterung zwar genutzt, Flash hat halt aber nicht gehabt. Und ja, das Ding ist, wenn du wirklich die Sandra Ult und Kokon dagegen nicht hast, tja, was machst du? Da hast du keine Chance, auch nicht, wenn du BDD heißt. Ja, was die Frage den Sound angeht, Freunde, das ist der Clean Feed, den bekomme ich so. Da kann ich gar nichts machen. Ich werde es natürlich nochmal monieren, aber ändern kann ich es nicht. Ist das jetzt wieder ein neuer Trend? Sehen wir jetzt wieder häufiger die Ganks auf der Midlane? Erster Schuss, zweiter Schuss, dritter Schuss. Vierter trifft auch nicht. Ah, ist aber auch gut gewesen von Fury. Zugegeben, am Ende fehlte halt auch die Vision für Kramer. Es war einfach mal ein Versuch. Ja, wenn du ihn bekommst. Er hat auch das Flash von Fury bekommen, also das ist es durchaus wert. Ultimate gegen Flash und wieder Chaser. Also BDD muss da echt, ja, sein Leben hassen fast schon. Klar, ne, dass man da ihn gankt, weil wenn BDD die Lane rauspusht und den Turm drückt, willst du nicht. Also gehst du halt dagegen vor, dann muss er defensiver spielen. Und den Raum nutzt Coco jetzt im Gegensatz dann für den Roam. Einfach nur, weil BDD so defensiv stehen muss, hat Coco wiederum mehr Räume und die Mobilität, die nimmt Nilassandra gerne an. Ah, mit dem Anker jetzt gegen Bubbling. Madlife ist in der Nähe. Hinten soll da der Teleport reinkommen. Ulti von Lissandra ist wieder da. Wird sofort genutzt auf Bubbling. BDD angegangen von Flame. Muss sich da erwehren. Und Tara mittendrin geschehen. Allerdings im kompletten Gegnerteam. Longsu räumt auf. Kramer nicht beim Team. Da konnte man diesen Kampf nicht gewinnen. Und verliert beide und Tara auch noch sein Teleport genutzt. Mein letzten Endes, ja, du musst dann da rein, wenn der Team-Call kommt. Aber das dürfte absolut ärgerlich und bitter sein. Ja, das macht Longsu jetzt gut, momentan besser als die Gentus. Inzwischen auch da einen guten Goldvorteil sich herausgearbeitet. Schauen wir uns die Lanes an. Sie sind auf jeder Lane im Farm vorne, was hier auch den größten Goldvorsprung überhaupt verursacht. 75% aller Spiele gewinnen sie, wenn sie den ersten Drachen bekommen. Ist natürlich nicht so aussagekräftig, diese Statistik. Ja, und bei Ontara wird es, wie gesagt, wohl dann die redliche Pracht werden. Longsu Gaming, also das war dann nochmal ein exzellenter Fight für sie. Sie müssen nur so langsam schauen, dass sie dann die Türme auch dafür bekommen. Wir haben ja die 17 Minuten noch keine Türme. Normalerweise hat man zu dem Zeitpunkt in Korea mehr Türme als Spieler, die dann gestorben sind. Ja, Türme können auch sterben. Auch die haben eine Seele. Zumindest hier im Rift. Aber man schafft es momentan nicht, den Druck auf die Türme zu bekommen. Von keiner der Seiten. Haben natürlich alle ihre Mittelchen und Wege, die Türme immer wieder zu verteidigen. Wird auch hart umkämpft jeweils. Deswegen haben wir da diese 11 Tode schon.
Deswegen gefallen mir Standard-Lanes meistens auch wirklich besser, weil da mehr passiert als in einem Lane-Swap, auch wenn die Türme später fallen. Ja, aber auch nur dann, wenn beide Teams sich auf Augenhöhe begegnen, sollte ein Team merklich stärker sein und besser rotieren. So bekommt es dann meistens Türme, Stichwort Türme. Das könnte der Erste sein. Oder es wird der Erste sein. First Tower. Sollten wir auch mal so einen Announcer hinzufügen. Das wär's, ne? Summoners in Announcer Pack. So, und Tara jetzt an Flame. Hangelt sich da allerdings nur zu seinem eigenen Turm. Chaser in der Nähe. Da kann er also nicht kämpfen. Ja, was man natürlich auch machen könnte, so ein Soundboard zusammenstellen mit den Standardphrasen und Kommentaren. Und dann bastelt man das so wie FIFA. Aber bei FIFA hat man ja auch dann mal einen Wolf-Christoph Fuß und einen Frank Buschmann jetzt im letzten FIFA, die dann viel aufnehmen und dann gibt es eine wunderschöne Software. Und stellt euch mal vor, ihr würdet League of Legends spielen und hättet so ein Live-Commentary, wenn ihr euer eigenes Replay anschaut. Aber was heißt Live-Commentary? Aber ne, wie bei FIFA halt. Das wär's doch. Ja, mit allen dummen Sprüchen und Flachwitzen natürlich auch am Start. Oh, ja, die Ideen. Ja, nächster Turm gefallen war allerdings nur ein Asier-Turm. Und von daher bringt er da kein Gold, wenn er da einfach so kollabiert. Reden wir über Gold. Sind es jetzt inzwischen 4000 für Longsu. Ja, Cita Interest hat natürlich sehr viel aufs Late Game gesetzt. Also deswegen sollte man sie hier noch nicht abschreiben. 4000 Gold gewinnen die das Spiel noch nicht. Auch wenn es ordentlich ist, vor allem nach 20 Minuten, ist das echt ein guter Vorsprung. Den muss Longsu allerdings auch weiter runterspielen, weil so länger das Spiel geht, desto besser ist es natürlich für Cita Interest. Vor allem sollte sich dieser Vorsprung nicht weiter verändern. Sie haben ein ziemlich krass skalierendes Team. Ja, während zum Beispiel Nidisandra, ah, die ist später eben noch gut. Oh, jetzt geht's aber erstmal drauf. Bubbling, Flash da rein. Lock ab gegen Coco. Wunderbar die Wall gesetzt von BDD. Geht allerdings selber die Ulti mit rein. Und deswegen erstmal sicher. Will sich da rausfinden. Bekommt sofort das Schöpfen raus. Fury von hinten mit der Ulti. Kramer hat den Kill. Und so hat man sich die Lissandra sichern können. Die überlebt natürlich extrem lange. Und wird sich auch später immer wieder selber ultien. Vor allem sollte Jhin später eine Quecksilberschärfe haben, wovon ich ausgehe, BDD, wie gesagt, mit der Läuterung. Dann gibt es dann nicht mehr so viele Ziele, die du letzten Endes ulten möchtest. Ja, das ist natürlich jetzt schon ein extremes, nennen wir es, Ärgernis. Hat sich hier auch den Essence Reaver als erstes geholt, direkt mit dem Schnellfeuergeschütz als nächstes. Im Gold allerdings trotzdem hinter Fury. Was an dem globalen Turmgold natürlich liegt, aber auch an dem Farm. Farm ist halt mehr wert als ein Kill. Apropos globales Turmgold, hier gibt es den nächsten. CJ Tus nicht in der Lage, das zu verteidigen und nicht in der Lage, irgendwie auf der anderen Kartenseite beispielsweise Druck zu machen. Auch da hat Ontara momentan das Nachsehen gegen Flame. Auch hier 30 Farm schon gut hinten. Noch nicht ein Item fertiggestellt. Er hat hier mehrere angefangen. Ja, von Geistessicht über redliche Pracht. Zumindest hat er die Abklingzeitverringerung über die Gletscherspalte und das Zündjuwel schon drin. Na, während auf der anderen Seite, na, Flame, der hat schon zwei fertige Items. Na, davon kann Ontara gerade noch träumen. Wenn er da so steht. Eingewurzelt im Wald. Na, das Wasser an seinen Wurzeln entlangläuft, der Wind durch die Äste. Wir stellen uns das wirklich vor. Ontara, ein Leben als Baum. Ah, wie komme ich darauf? Ich will das gar nicht wissen. Ich kann euch versichern, das ist nicht durch irgendwelche Substanzen induziert, das ist Natur. Ich weiß nicht, ob mir das vielleicht sogar Sorgen machen sollte. So, jetzt sehen wir die Top-Laner zur Abwechslung auch mal wirklich auf der Top-Lane.
Aber die äußeren Türme, die hat Longsu alle schon bekommen und damit eben diesen Goldfußsprung weiter ausgebaut. Auch den Drachen, also was Objekte angeht, Longsu deutlich besser in puncto Rotation, auch wenn Seajantus mal immer wieder so einen Catch, so einen für sie guten Teamfight bekommt, so ist es momentan Longsu, die hier tonangebend sind. Da können wir einen Vergleich gucken zwischen Kramer und Fury, wenn wir gleich die AD angezeigt bekommen. Sie haben ja vergleichbare Items. 175 Angriffsstärke hatten wir eben auf Fury. Mal sehen, wie viel es, ja, da sind es 175 auf Kramer ist. Wenn dieser denn nochmal angewählt wird. Aber jetzt erstmal mit dem Fass dann drauf von hinten. Kramer auf Fury. Die Ulti zieht durch, bekommt den nächsten Kill auf Chaser, aber da kommt jetzt dann Flamers rein. Steht da, kriegt den Knock-up mit der Ulti, Flash dann raus, aber und Dara dran. Das ist der Vorteil von dem Maokai. Und dann geht's auch mit Azir hinterher und der hat keine Chance. Die arme Poppy steht da drin in vier Mann und alle bearbeiten sie. Babling kann sich am Ende den Kill sichern und das ist das, was hier nicht hätte passieren dürfen. 280 sind's im Übrigen. Wie gesagt, vergleichbarer Itembild momentan von Fury und Kramer. Das ist natürlich schon eine deutliche Ausmarke. Und jetzt geht's gegen den Baron. Während jetzt Fury alleine gerade diesen Tier-2-Turm bearbeitet, holen sie sich den Baron. Gehen also da den bewussten Tausch ein. Das kann man auf jeden Fall machen, denn sie brauchen mehr als nur diesen einen Turm zu verteidigen. Sie müssen langsam selber Türme bekommen. Ihr hört ihm jetzt kreischen. Schöner Engage von Bubbling wirklich mit dem Fass. Schleudert da rein und sorgt sofort für den ersten Kill quasi. Flame kommt dazu, allerdings sehr, sehr spät. Erst Coco kann hier kaum was machen und Fury ist überhaupt nicht beim Team, zieht sich auch direkt schon aus dem Teamfight zurück. Und wenn du so einen Kampf bekommst, ohne gegnerischen AD Carry, ja, dann kannst du den nur gewinnen. Wir hatten vorhin das Szenario auf der anderen Seite. Tara mit der Geistessicht jetzt fertiggestellt. Lehne mich mal aus dem Fenster und sage, danach macht er dann die redliche Pracht zu Ende. Und mit dem Baron Buff lässt sich dann jetzt auch so ein Turm pushen. Ja, mal eben jetzt auf 364 AD hoch. Ja, das haben andere im Late Game dann. Das ist bei ihm noch nicht Schluss. Ja, nur müssen sie jetzt auch dieses Baron Powerplay beginnen. 3000 Gold ist der Unterschied. Das konnten sie auf jeden Fall verkürzen, obwohl sie den Tier 2 Bot-Turm verloren haben. Er hat die Mädels kreischen gehört. Also sie sind ja alle offensichtlich für Seajantus, zumindest der Großteil. Ah. Wie kann man Wave-Tier machen, wenn man keinen hat? Man smitet den Vasallen. War auch der Baron Vasall, also von daher worth it. Hat er jetzt nicht so den größten Cooldown, das Smite. Zum Glück für den Jungler. Na, jetzt dann Coco auch mit dem Stundenglas ein Item, was er nachgeschoben hat. Hat er ja tatsächlich sogar noch das Morellos vorgezogen. Normalerweise sieht man wirklich sowas wie Höllenzepter, Stundenglas oder Stab der Zeitalter Stundenglas. Das Ding ist, ein Stab der Zeitalter gibt ihm wenigstens Mana. Hat er jetzt so nicht. Muss deswegen... Oder hat sich deswegen für das Morellos entschieden. Das andere alte Bild. Und jetzt wieder zunächst Bubbling rein. Bekommt er erneut Pure rangeschleudert. Aber das kann man nicht ganz ausnutzen. Auch wenn der Wegen. Schaut mal, wo Kramer steht. Von wo er aus da mit dem W Pure getroffen hat. Man kann es allerdings nicht in einen Kill ummünzen. Ja, Gragas Ulti jetzt schon raus. Sehr wichtige Ulti im Übrigen. Nichtsdestotrotz. Coco momentan auf der Bot-Side. Das möchte man ausnutzen. Coco hat allerdings Teleport auf der Midlane. Und jetzt wieder die Ulti. Zunächst Fury. Getroffen. Pure. Und jetzt der letzte Schuss. Macht nochmal besonders viel Schaden. Allerdings nur Nautilus, der steht. Wichtig ist allerdings nur, dass Seajantus jetzt den nächsten Turm hat einreißen können. Und damit also mit der Jhin-Ulti mehr wirklich den Gegner fast schon weggezoned hat. Ja, Fury musste weg, musste sich da hinten hinter die Backline verstecken, konnte deswegen nicht verteidigen. Und da fehlt es halt an Wave Clear. Wenn man mal guckt, wer dann da verteidigt, du brauchst dann schon die Lissandra mit dem Wave Clear. Die war eben nicht zugegen und damit ist der Turm dann ganz, ganz schnell Geschichte. Ja,
Also die redliche Pracht. So, da endlich mal zwei Items fertiggestellt. Wird wahrscheinlich ebenfalls mit den eisgeborenen Handschuhen, ähnlich wie Poppy da, nochmal zur Rande sein. Diesen Slow-Effekt dann für das Team ja auch sehr, sehr hilfreich. Gibt dann nochmal ein bisschen mehr Offensivkraft. Wobei, könnte auch gefrorenes Herz werden. Wobei sie schon eins haben mit Bubbling. Und ich weiß nicht, ob sie unbedingt zwei bräuchten, weil es ist ja wirklich nur, ja, der Fury, der da in der Hinsicht gefährlich werden würde. Ja, Kramer jetzt mit dem letzten Atemzug, natürlich will er da auch noch über die Durchdringung gehen, beziehungsweise über Lord Dominix dann, sehen wir ja. Während Fury sich gezwungen ist, die Quecksilberscherbe zu holen. Etwas, was man auf Kramer vielleicht sogar eher erwartet hätte aufgrund der gegnerischen Lissandra, die wirklich das große Problem wahrscheinlich für ihn werden wird. Mit ihrer Ultimate. Ja, und Poppy halt. Aber Fury, wie gesagt, auch mit dem letzten Abendzug, also damit der Durchdringung. Ah, Turm kann man, Drache kann man sich sichern. Jetzt der Teleport, Bubbling über die Wand. Und Tara ist da, aber Bubbling wird man ja aufgeben müssen. Schauen, dass man da rauskommt. Wie viel hält und Tara aus mit dem Flash weg? Flame geht sofort dran, aber von hinten jetzt Kramer und BDD. Wie viel Schaden kann man machen? Coco im Sonia zum Stundenglas. Da geht gar nichts. Zum Glück für CJ ist nur die Frontline. Nichtsdestotrotz hätte man vielleicht sogar wirklich eher raus müssen. Der versucht dann auch mal den ersten Drachen zu bekommen. Fehlgeschlagen, Longsu sichert sich da auch den dritten in Folge. Und bleibt auch vor allem nach dem Teamkampf weiter in Führung, was das Gold angeht. Baron Buff inzwischen ausgelaufen für Sigentus. Aber ich sagte bereits, ja, wenn die ins Late Game kommen, und da gehen wir momentan mit großen Schritten drauf zu, dann haben sie einfach das besser skalierende Team. Wobei der Teamfight natürlich deutlich besser war für Longsu. Ja, nicht nur durch das 2-0, sondern auch wie sie positioniert gewesen sind. Da muss man mal drauf achten. Viele Teamfights werden einfach durch das Positioning auch ihrer Carries entschieden. Ja, wird wohl das gefrorene Herz werden bei Ontara. Also damit direkt 2 im Team. Mein letzten Hit ist nochmal mehr Abklingzeitverringerung. Ist für einen Maokai jetzt auch nicht verkehrt. Ja, Mana und Rüstung kannst du ebenfalls gebrauchen. Boss ist gefroren jetzt ja nicht nur aufgrund der Aura. Flame, Flame, du bist alleine. Mit der Ulti schleudert man die weg, aber Kramer ist da und der hat Damage mitgebracht. So, liebe Kinder, gebt mal Acht. Ich habe euch Damage mitgebracht. 446 AD inzwischen, also den Lauftempowert zumindest gerade eben kurzzeitig überschritten. Das wird hier noch passieren. Schauen wir zum Beispiel im Vergleich dann mal Fury. Es ist einfach durch die besondere Skalierung, die Jin da hat, durch seine Passive, dass halt Crit und Attack Speed nicht zum Tragen kommen, sondern in einfließen in AD. Jetzt geht's, den Baron können sie sich sichern. Der Kampf da entsteht, Kokos da mittendrin, geht natürlich rein in Stundenglas Fury. Momentan die ganze Zeit unbedrängt, aber man kann sich Coco schnappen. Und das ist hier entscheidend, vor allem auf der anderen Seite mit dieser harten Frontline, CJ Entus, Kramer und BDD, wohlbehütet im Baron Pit. 227 AD. Wie gesagt, mit vergleichbaren Items. Also das Riesenschwert macht natürlich jetzt nicht 200 AD aus. Ja. Ja, und Tara meint, der braucht als Maokai nicht so krass Items, um trotzdem nützlich zu sein.
Auch wenn er da natürlich stark hinter der Poppy hinterher ist. Konzept funktioniert natürlich trotzdem gut. Wenn man denn solche Teamfights, wie gesagt, bekommt. Wenn man wirklich Frontline vorne, Backline hinten hat. Ist natürlich, nicht immer tut dir der Gegner da so den Gefallen. Jetzt erneutes Baron Powerplay für CJ Entus. Im Gold haben sie jetzt sogar auch gleich gezogen. In Türmen noch nicht. Aber das gilt es jetzt zu ändern. Vor allem der Bot-Lane-Tier 1-Turm steht immer noch, wenn sie jetzt den Mid-Tier 2 bekommen. Also den inneren Turm. Krass, dass sie das so wirklich liegen lassen. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, okay, den Turm bekommst du vielleicht sogar noch am ehesten ohne den Baron-Buff, sodass du jetzt versuchst, die anderen Türme mit Baron-Buff zu bekommen und den anderen dann nachzuziehen. Was das Problem an dieser Kombo ist, die haben da jetzt nicht so jemanden, der da wirklich splitbushen könnte. Ja, was zum Beispiel mit einer Fiora Quinn oder so gegangen wäre. Dafür fehlt ihnen da ein mobiler Damage-Dealer. Von hinten gibt es einfach mal wieder die Ulti, einfach nur zum Wegsonnen. Und es macht durchaus auch Schaden an der Poppy, haben wir gerade gesehen. Die hat natürlich auch viel Leben zugegeben, dieser vierte Ulti-Schuss. 420 Schaden war es, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Muss ja bedenken, das Ding hat 4 Aufladung. Wobei der letzte Schuss wirklich auch schon am meisten macht. Ja, den Turm hat man also auch bekommen. Jetzt CJ Entus erstmalig vorne in diesem Spiel. Weiß man, okay, wir haben jetzt alle inneren Türme noch bekommen. Jetzt müssen sie langsam mal zumindest da diesen äußeren Turm sich holen. Deswegen ist diese Rotation ein bisschen offensichtlich, zumal sie die anderen Lanes inzwischen rauspushen konnten. Lissandra ist super, was den Wave Clear angeht, aber man sieht ja hier, wie gesagt, das Ken-Minion noch und die anderen Vasallen. Und Jin, der guckt den Turm an, zack. 695 Schaden mit seinem Autotech. 603 AD. Bin gespannt, was das nächste Item wird. Ja, ob es dann Klinge der Endlichkeit, Blutdürster. Wäre beides denkbar. Na, da sehen wir so viel im Vergleich 261 und hier wollen es die Koreaner auch nochmal wissen. 555. Aber dafür schießt Lucian häufiger. Aber das ist genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Also, Champions Attack Speed, das ist ja schon so kalkuliert, dass du, ne, wenn du beide so hast, ja, von der Balance her, muss es ja so sein, wenn beide nebeneinander stehen, dass sie so auf ähnliche DPS-Werte kommen. Das heißt, ne, mit 5 Attacken, die er in der Zeit macht, wo ein Jin vielleicht 2 macht oder so, muss er ja auf ähnlich viel Schaden kommen. Aber bring mal immer 5 Autotechs unter, wenn du dich viel bewegst, viel kiten musst. Dann geht viel von dieser Attack-Speed verloren, ja, weil du in Bewegung bist und deswegen nicht Autotecken kannst. Das ist halt ein Vorteil von Jin. Aber wie gesagt, auch schon gleichzeitig der Nachteil, weil diese 4 Attacken ja sehr berechenbar sind. Wenn er nachlädt, ist er halt absolut verwundbar, weil er halt nichts machen kann. Und wenn er dich zum Beispiel im 1 gegen 1, kann Jin dann auch nicht viel machen, weil wenn er dich nicht viel mit den 4 Attacken tötet, dann lädt er nach und du hast die ganze Zeit Free Hits auf ihn. Aber das ist halt der Punkt, man darf ja nicht nur Vorteile haben. Sonst würde man das Ganze OP nennen. So, jetzt nochmal die Ulti auf Fury. Jetzt der letzte Schuss, aber Chaser und Pure wissen, dass sie sich dazwischen werfen müssen. Boah, wenn der getroffen hätte, ich glaube, da hätte... Also Fury wäre wahrscheinlich nicht gestorben, aber hätte einiges kassiert. Lucian macht mit 2 jetzt nicht so viel mit Jin. Mit 2 habe ich auch nicht gesagt. Aber Jin hat nicht so viel Attack-Speed wie Lucian, weil durch diese Passive, wie gesagt, der macht ja immer nur seine 4 Schüsse. Lucian macht deutlich mehr Schüsse in der Zeit. Logisch. Ja, CJ Entus, ich hab's gesagt, ja, im Late. Kramer 603. Sollten wir jetzt den Cut machen, denke ich, dürfte er als MVP erkoren werden. Inzwischen auch im Gold
vor Fury, weswegen wir da diese interessanten AD-Vergleiche nicht mehr ganz so krass ziehen können, aber natürlich immer noch zum Tragen kommen. Ja, war noch nicht wieder zurück, Kramer, wird das jetzt sein. Gerade so der letzte Item-Slot, da dauert es ein bisschen länger, bis du zurück ist. Bringt dir erst was, wenn du dir auch komplett das Item leisten kannst. Und es wird eine Quecksilberschärfe. Er hat also nochmal direkt das vampirische Zepter verkauft. Wird also tatsächlich dann auf das Krummsäbel gehen. Das gibt dir ja auch Lifesteal. Also da gehst du auch schon über den Lifesteal-Faktor. Allerdings die Quecksilberschärpe ist jetzt erstmal die sichere Variante. Macht natürlich jetzt erstmal weniger Schaden und hat, wie gesagt, diese Lifesteal-Komponente noch nicht mit drin, erst wenn das dann ausbaut. Dafür fehlt jetzt aber noch das Gold, offensichtlich. Ja, und was die Gentus besser macht als Longsu, ist der Baron. Ja, zwei Barons haben sie schon bekommen. 39 Minuten, das Spiel geht natürlich auch schon eine Weile. Longsu hat es halt nicht geschafft, ihren Vorteil wirklich zu Ende zu spielen. Ja, dieser erste Baron hat ihnen dann Strich durch die Rechnung gemacht. Da wäre noch die Chance gewesen, aber der Baron resultierte ja auch aus einem katastrophalen Teamfight aus Sicht von Longsu. Und an dem Moment war eben Comeback-Time und ab dem Moment greift dann halt auch so ein Late-Game-skalierendes Team. Was Longsu aber gut gemacht hat, ist alle Lanes erstmal rausgepusht. Vor allem die Topside pusht halt gerade gut. Was wichtig ist, diese Lane ist am weitesten weg vom Baron. Wobei es nicht reichen wird, den Turm zu bekommen, sodass sich das Ganze jetzt umkehren wird, dann vor allem am Turm. Und in der Folge CJ Intos Lane pushen wird. Noch ist das, wie gesagt, nicht der Fall. Noch kommen da immer wieder frische Vasallen nach, wie wir das sehen. Ja, und insofern sieht sich da Untara genötigt, jo, gehen wir mal zurück, wir haben ja Teleport, ne? Warum die Vasallen alle so sterben lassen, warum es sich von selbst regeln lassen, wenn man das Gold mitnehmen kann. Ja, das hätte er nämlich ganz gerne. Ist da im Farm halt deutlich hinter Flame. Flame auch den Schutzengel gekauft. Natürlich besonders nervig, wenn die Poppy dann später nochmal wiederkommt. Untara profitiert halt vom globalen Gold. Weswegen auch eher aufs letzte Item hinbaut, ähnlich wie Flame das momentan macht. Na, beide AD-Carries, wie gesagt, ein vergleichbarer Item-Bild. Die Entscheidung hier für Statics für Fury eher, um noch einen besseren Wave-Clear zu bekommen, während Kramer natürlich viel auf dann die Reichweite setzt. Das ist dann so der Hauptunterschied zwischen den beiden Items. Stehen jetzt hier und warten. Das ist jetzt wieder so typisch koreanisch, ne? Doch dieses viel taktieren. Es geht Richtung Baron. Longsu ist auf dem Weg. Teleport jetzt von Untara. Der hat damit den Homeguard-Buff. Da will man rein. Die Kralle kommt schon mal. Kommt es zum Kampf, ist die Frage. Kommt da der Anker von Pio vielleicht noch? Kram hat viel Leben jetzt schon verloren. Wenn dann also jetzt man lässt ab, man kann den Baron verhindern. Na schade, ja, da stehen sie sich gegenüber, fletschen die Zähne. Ja, das ist wie so zwei Kleffer, so wow, 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 wow. Aber niemand geht drauf, ja, niemand traut sich. Wo sind die Cojones? Longsu jetzt, der Drache durchaus noch ein Ausweg aus dieser Misere. Könnte man sich über den fünften Drachen durchaus eine Option für dieses Late Game hier sichern, um das Spiel dann doch noch zu gewinnen. Der fünfte Drache ist halt echt ein ziemlich krasser Buff, weil du auch mit diesem... Also nicht nur die verdoppelte Buff-Wirkung, sondern dieser absolute Schaden, den du als Damage-Overtime dazu bekommst, ist halt jedes Mal wie so ein kleines Ignite bei jeder Auto-Attack, was du dazu bekommst. Oh, Pure muss wegflashen. Ulti gegen Flash getauscht, sowas natürlich auch immer wieder wertvoll. Gerade jetzt, wo
die ich jederzeit einen Teamfight anbahnen kann. Laning-Phase interessiert halt nicht mehr, wer wo wie am Farmen ist. Dafür sind sie jetzt alle schon fast full light im Bild. Was das einzige Interessante ist, kriegen wir den Baron oder nicht und wie haben wir die Lanes hinterlassen. So, jetzt vielleicht. Neuer Versuch. Ab geht's gegen den Baron. Ja, den Blaublüter. Das will man ihn entlocken, entreißen. Ab zur Blutspende. Da fällt mir ein, ich müsste mal wieder. Lange nicht mehr gewesen. Nein, natürlich gibt's hier keinen Kampf. Wir sind hier in Korea. Ja, das zieht sich. Das ist ein Drama über 43 Minuten momentan. Das wäre auch zu einfach. Und jetzt, da machen sie es spannend. Wenn du denkst, ja, jetzt kommt endlich die Erlösung, hören sie kurz vom Höhepunkt auf. Um kurz danach wieder anzufangen. Baron jetzt halbe Leben, jetzt gleich alle mit dem Teleport rein. Die Baron bekommen sie. Madlife fängt hier den ganzen Schaden von Furious Ulti ab. Und jetzt will man den Kampf. Man hat jetzt den Baron-Buff, man hat diese kampfsteigernden Werte. Kramer zunächst mit seiner Ultimate. Zone sieht er weg und jetzt will man das Richtung Turm. Da wird auch gepinkt. Botlane ist eine riesige Wave und die bekommt den Turm. Die Vasallen schaffen das, was beide Teams jetzt lange nicht geschafft haben. Sie reißen den Turm ein und sie sind schneller. Sie sind schneller. Zweiter Nivitor-Turm jetzt binnen kürzester Zeit. Und die sind jetzt offen. Jetzt wird man zurückgehen, nochmal schön das Moos, was man gerade eingenommen hat, ausgeben. Ja, die schmeißen dann mit Fuffis durch den Club. Jin will nochmal gerade ein bisschen mehr Geld einheimsen. Da hat es noch nicht ganz gereicht für die Ausbaustufe Krummsäbel. Ja, deswegen schnell nochmal alles mitnehmen, was geht. Und jetzt, da ist er. Und dann wird man die Kämpfe suchen müssen, vielmehr. CJ Intus wird jetzt gucken, dass sie vielleicht sogar noch den dritten Inhibitor-Turm bekommen können oder eben wahlweise Inhibitor einreißen. Warum sich das Spiel auch so ein Stück weit zieht, liegt auf den Team-Comps. Das ist gerade dieser Wandel, wir sehen wieder häufiger Tanks auf der Top-Lane. Vor nicht allzu langer Zeit, Fiora Quinn. Ja, durch die vielen Split-Pushes ist das Spiel natürlich auch beschleunigt, logischerweise, wenn du ja permanent wen hast, der da am Pushen ist. Plus, ja, sind die Champions auch Champions, die nicht so lange überleben, wie es zum Beispiel ein Maokai tut, wie es eine Poppy tut. Ja, gerade diese Tanks verlangsamen das Spiel wieder, weil diese Split-Push-Komponente fehlt. Und so eine Poppy und ein Maokai, die werden einfach 1000 Jahre überleben im Teamkampf. Ja, das ist, da ist Untara wirklich diese tausendjährige Eiche. Ja, genauso hart im Willen. So, Flame will in die Flanke. Klar, der will ran an Kramer. Der will ran an BDD. Die stehen da jetzt. Gibt's nochmal schnell das Niedermähen drauf. Ja, Untara muss jetzt erstmal ein bisschen regenerieren. Nachwachsen. Ja, vielleicht sollte man ihn nochmal gießen oder so. Vielleicht hilft das, ja. Nibitor halbe Leben weg. Vielleicht jetzt. Bubbling hat sich, glaube ich, gerade nochmal den Buff geholt. Not sure. So, man braucht natürlich erstmal. Hat alle Ultis da für den Engage. Fury hat seine eben, wie gesagt, ja nicht mehr. Ja, man bekommt ihn. Kramer könnte gleich natürlich genauso wieder seine Ulti einfach einsetzen. Das ist halt, das ist so der Nachteil. Mitten im Teamfight ist natürlich schwierig, die Jin Ultimate durchzubringen. Das ist dann meistens entweder am Anfang oder am Ende des Teamfights. Also am Anfang, um schon mal den Gegner niedrig zu poken oder zu Beginn, zum Ende, um abzuräumen. Aber mittendrin, das wird schwer. Wenn du halt nicht einfach ein super krasses Positioning hast. Also, AD Carries sind Full-Item-Build. Midlane wird da noch gebastelt. Seitens Coco, der wird sich da das Rabadons gönnen. Wird sogar noch umgeschraubt. Statics jetzt raus.
Und schnell vorgeschützt rein, damit beide mit einem identischen Itembild. Wir können gleich mal nochmal interessanterweise schauen, was das an den AD-Werten macht. Im Vergleich, um zu sehen, wie diese Passive da von Jhin wirklich funktioniert. Ja, gerade der Drache. Für Longsu ist es hier der Notnagel. Die wollen, die müssen den fünften Drachen holen, um hier noch eine Chance zu haben. Sofern natürlich Sigentus da keine Fehler macht. Wenn sie Fehler machen, dann kann es natürlich auch mit weniger reichen, klar. Stehen da jetzt. Ja, bekommen den Drachen Sigentus. Wichtig für sie. Und dann ist Chaser einfach niedergemäht worden hier. Oh, mit der Kralle weg. Und Taren weggeholt. Aber dann ist Madlife da mit dem Lockup. Double Kill für Kramer. Der will aufräumen. Trifft sein wenig. Jetzt mit der Ulti vielleicht. Fury, der gibt Gas. Wo ist er? Da ist er. Ja, er kommt weg. Er kommt weg. Aber er ist auch sehr, sehr weit weg. Der muss jetzt erstmal nach Hause gehen. Der kann nach Hause gehen. Der kann nach Hause gehen. Coco! Wow, wenn da nochmal das W getroffen hätte. Jetzt allerdings der Push auf die Nexus-Türme. Fury, viel Leben hat er nicht mehr. Er muss aufpassen, aber sie haben auch nicht mehr viel Türme. Einen noch da, um genau zu sein am Nexus. Wenn der fällt, Coco mit der Ulti rein, ran an BDD. Der will da nicht sterben. Stattdessen selber abgeräumt. Überlebt da nicht lang genug. Der Schaden fehlt jetzt. Und da wird Flame noch reingeboxt. Der Schutzengel. Ist er wieder da, bevor der Nexus tot ist? Jawohl, ist er. Ja, Fury jetzt. Aber das wird nicht reichen. Das war's. Sigentus mit der 1:0-Führung.